Frau Bürgermeisterin, Sie müssen mal bitte ganz dringend runterkommen. Sie parken auf dem diversen Parkplatz. Ich parke wo? Auf dem diversen Parkplatz. Sie wissen schon, das dritte Geschlecht, divers. Der, die, das. Das ist divers. Aha. Ich parke da, wo ich immer parke. Das ist seit gestern ein non-binäristischer Parkplatz. Also, der ist genderfluid. Also, zwischengeschlechtlich. Also, wenn man noch unentschlossen ist. Also, so wie der Herr Rettich bei den Ratssitzungen. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Dann habe ich ein Bild. Sagen Sie, wer hat den ganzen Schmarrn da angeordnet? Das war die Diversitätsbeauftragte der Stadt. Ich. Seit wann sind Sie die Diversitätsbeauftragte? Ach, ich habe mir gedacht, das ist ein Job, um den sich eh niemand reißt. Und da war ich einfach mal so frei. Eines muss es ja machen. Eines? Entschuldigung, jetzt war ich natürlich unsensibel. Ich meine natürlich ein Nix. X ist die Endung, wenn man sich noch ein Türchen offen halten will. Hormonell. Ach so, und Sie sind jetzt eine Xerin. Also einfach nur eine Er. Ich nehme das nicht so streng. Ich bleibe natürlich weiter non-fluid, binär und cisgeschlechtlich. Was ist denn jetzt schon wieder cisgeschlechtlich? Ja, ich bin, wonach ich auch aussehe. Also die Optik über der Kleidung ist auch die Optik unter der Kleidung. Und die Innen. Super, das bin ich auch. Also fluid, cis-Dings und das Ganze. Ich bin auch divers und deshalb darf ich auch da parken. Naja, aber sagen wir mal, wenn da jetzt ein genderfluider... Heißt denn das nicht genderfluides? Oder so, also so jemand es auf des Parkplatz? Des Parkplatz? Das war doch immer noch der Parkplatz. Also den würde ich jetzt wirklich nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen. So, mir seid ihr alle durchgedreht, Geschlecht festlegen wollen. Ich habe einen Mercedes und das ist ein Er und ich bin eine Sie. Und zusammen sind wir divers und deshalb darf ich auch da parken. Ja. Aber da Sie einen Verbrenner fahren, muss Ihr Auto trotzdem weg. Wieso? Der diversen Parkplatz ist seit gestern nur noch für E-Autos zugelassen.